Ich habe gerade gemerkt, dass es schon wieder fast 2 Wochen her ist, dass das letzte Video von mir rausgekommen ist. Und das muss sich natürlich ganz schnell ändern. Deswegen gibt es jetzt die Kritik zu Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Der kommt nämlich morgen in die Kinos. Und ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass irgendwas anderes, ja, das neue Video wird. Und nicht Dr. Doolittle, weil der Film ist wirklich nicht gut. Diesmal sind wir im alten Königreich Englands und Doolittle ist ein bekannter Mann. Doch inzwischen lebt er zurückgezogen in seinem großen Anwesen. Eines Tages tauchen dann auch 2 Kinder auf und er soll in den Buckingham Palace gehen, um der Königin zu helfen. Dabei hat er noch ein paar tierische Begleiter und gemeinsam geht es auf eine nicht wirklich abenteuerliche Reise. Das Ganze wird ja als Abenteuerfilm betitelt. Ich meine, der Film heißt Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Aber so wirklich abenteuerlich geht das Ganze eben leider nicht zu. Man hat zwar verschiedenste Sets, also man hat wirklich das Anwesen, der Buckingham Palace, das offene Meer, verschiedene Tempel und Berge. Das Problem ist aber, dass der Film daraus nie wirklich was macht. Das heißt, wenn es wirklich so richtig abenteuerlich werden könnte, schon fast so ein bisschen Herr der Ringe mäßig, wenn sie in den Bergen sind, gerade diese ganze Truppe aus Tieren und Dr. Doolittle und das Kind auch noch, was später dazu kommt, dann könnte das ein bisschen spannend sein, aber man macht daraus nichts, weil man gleich wieder in die nächste Szene springt. Deswegen kann man diesen einen Moment gar nicht genießen und deswegen entsteht da auch gar keine Gefahr, sondern da rutscht einer vielleicht fast runter und dann ist es schon der Schnitt in die nächste Szene. Also man macht daraus nichts. Ich habe mich auch gefragt, was diese ganze Sache mit der Queen eigentlich sollte. Er wird ja gefragt von diesem Mädchen, dass er der Queen helfen soll und er beschließt dann auch einfach da mitzugehen, aber ich weiß überhaupt nicht als Zuschauer, wie die Beziehung zwischen den beiden eigentlich ist und dann geht er zu Queen und zieht auch gleich los. Und warum gerade er der Queen eigentlich helfen soll, wird auch nie so wirklich irgendeiner Weise erklärt. Und diesmal ist das Ganze mit dem Sprechen mit den Tieren auch ein bisschen anders. Also wir kennen es ja von anderen Verfilmungen von Dr. Doolittle zum Beispiel, dass er ganz normal menschlich redet, also Englisch, und dann versteht das Tier ihn und er versteht das Tier. Hier ist es aber so, dass Robert Downey Jr. Ja, die tierische Sprache spricht. Das heißt, wenn er mit einem Gorilla spricht, dann macht er verschiedenste Gorilla-Geräusche. Oder wenn er eben mit einem Eichhörnchen spricht, dann macht er diese Geräusche oder er quakt eben rum, wenn er mit einer Ente redet. Okay, das akzeptiere ich als Zuschauer, aber wenn wir denn in seine Tierwelt eintauchen und seine Sprache verstehen, dann können die ganzen Tiere untereinander sich ja auch verstehen, was bedeuten würde, dass die Ente den Gorilla versteht, aber eigentlich sprechen die doch alle ihre Sprache. Vielleicht hinterfrage ich den Film auch einfach viel zu sehr, aber ich finde das ein bisschen komisch, wie das da gelöst wurde. Und ja, Robert Downey Jr. spielt mit. Der hat seit 2014, da hat er nämlich in Der Richter mitgespielt, eigentlich nur noch Iron Man gespielt. Das heißt, die letzten 6 bis 5 Jahre hat er immer nur die eine Rolle gespielt und jetzt ist sein erster Film seit 2014, dass er mal wieder was anderes spielen darf und da darf man sich ja eigentlich als Schauspieler freuen. Und ich weiß nicht, was Robert Downey Jr. sich hierbei gedacht hat. Der Mann spielt wahnsinnig uncharismatisch, der spielt gelangweilt, der spielt auch ziemlich schwach. Also ich konnte die Rolle nie so wirklich ernst nehmen oder irgendwas für ihn überhaupt fühlen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es so eine gewisse Mischung war aus seiner Interpretation von Sherlock Holmes und ein bisschen Captain Jack Sparrow so reingemischt. Und das war dann eben Dr. Doolittle. Das andere, was der Film noch sein will, ist eben eine Komödie sein. Und das geht leider auch nicht auf. Der ist wirklich überhaupt nicht lustig. Von 10 Gags geht da vielleicht einer mal auf. Da gibt es eigentlich lustige Tiere, wie zum Beispiel ein Eichhörnchen. Aber auch aus dem macht man zu wenig. Und das ist auch eher ja, ein bisschen merkwürdig, dieses Eichhörnchen, als lustig. Und größtenteils ist dieser Film auch wirklich langweilig, so dass man die ganze Laufzeit eigentlich nur hofft, dass er irgendwann vorbei ist. Und was ich mich vor allem nach dem Film gefragt habe, ist, wie dieser Film wirklich 175 Millionen Dollar gekostet hat. Das ist eine wahnsinnig hohe Summe, auch für so eine Art von Film. Und ich kann mir nur vorstellen, dass einen großen Teil der Summe an Robert Downey Jr. ging, auch wenn er selber Produzent ist, aber trotzdem hat er sich wahrscheinlich eine Riesengage eingesteckt. Und ich habe auch gelesen, dass für den Film unzählige Reshoots, also Neudrehs, veranlasst wurden, die beinahe 1 Monat in Anspruch genommen haben. Und dazu zählen auch noch Drehbuchänderungen. Und das alles wird wahnsinnig viel Geld gekostet haben. Die Animation wahrscheinlich auch, weil da so viele verschiedene Tiere sind. Auch wenn die Animationen nur in Ordnung sind,
Aber trotzdem hat mich das Ganze irgendwie nicht so wirklich vom Hocker gerissen und die Regie war auch noch dazu ziemlich miserabel. Ständig, wenn irgendwas inszeniert wurde und ein Witz visuell erzählt wurde, das heißt, wenn man da irgendwas gesehen hat, dass Tiere irgendwas machen, dann wurde das im Nachhinein noch erklärt. Zum Beispiel, dass die Ente nicht nass wurde oder ein anderes Tier und dann erklärt die Ente oder das Tier selber noch, ja, das liegt daran, weil meine Federn so sind und deswegen werde ich nicht nass. Also es wird alles immer wieder erklärt und dieser Film ist nicht lustig, der ist langweilig und ich kann ihn wirklich nicht empfehlen und ich verstehe einfach nicht, was sich Robert Downey Jr. dabei gedacht hat. Also von mir gibt es wirklich für den Film maximal noch 3 Punkte. Ihr müsst wissen, ob das was für euch ist, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht und ich kann da eher ein paar andere Filme empfehlen, die jetzt gerade auch rauskommen oder demnächst rauskommen, dann sollte man vielleicht warten. Ja, das war's zu meiner Kritik, zu meinem Video jetzt nach 2 Wochen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es irgendein anderer Film ist. Aber demnächst kommen noch ein paar bessere Filme raus, das kann ich euch versprechen. Und dann gibt's natürlich auch eine Kritik zu diesen besseren Filmen. Macht's gut!